Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Hallihallo, liebe Kasparinnen, Kasparinos und alles, was so dazwischen ist. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen irgendwas. Was erfahren wir im Lauf des Jahres, garantiert noch. Ja, wir sehen uns heute an, den zweiten Teil von 3. Leon hat Geburtstag, ihr seht oben, der Zähler ist nicht zurückgesetzt, das heißt, es geht fröhlich weiter, morgen kommt der dritte Teil und danach bin ich dann auch schon wieder ganz für euch da. Also, was heißt da ganz? Ne? Morgens halt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich muss sagen, bisher, der Leon macht richtig Spaß. Ich glaube, den machen wir in Zukunft öfter. Habt ihr da Bock drauf? Ja, nein? Du da hinten bist dafür, alles klar. Okay, dann machen wir das. Gut, würde ich sagen, fangen wir an. Aber vorher, natürlich. Um was ging's überhaupt? Leon hat Geburtstag. Er hat schon mit seiner Familie gefeiert und eingekauft, denn morgen hat er Party mit seinen Kumpels. Seine Bluetooth-Lampe macht gern Geräusche, seine Nachbarn sind genervt. Wahrscheinlich unter anderem auch, weil die Lampe öfter mal Radau macht. Und er hat Kontakt zu vielen, vielen Schlagerstars und einige davon kennt man sogar, zumindest vom Namen her. Ja, das war's soweit, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Weitermachen. Ist das deutsch gewesen? Nein. Okay, egal, weiter. Er liest gerade Kommentare. Er liest sehr langsam Kommentare. So, schauen wir mal. Der Antidepressiver schreibt mir 80 Leute. Also auf meine Geburtstagsfeier kommen jetzt keine 80 Leute. Ja, das wäre auch ein bisschen blöd bei nur 6 Gläsern. Das müsste man dann gut organisieren, dass 80 Leute da ihren Durst gestillt bekommen, aber würde bestimmt gehen. Man kann doch bestimmt eine Excel-Tabelle machen. Du frag doch mal diesen anderen Mittelfranken, der mag Excel-Tabellen. War nur ein bisschen traurig, dass er die vor Gericht nicht vorzeigen konnte. Wir sind jetzt maximal an meinem Geburtstag, und zwar mit Familie gerechnet, sind wir ungefähr an die 8 bis 9 Personen. 8 bis 9 Personen, 6 Maßkrüge. Gut, geht. Aber das reicht. Ist eine kleinere Runde, aber warum nicht? So, lesen wir mal weiter. Roland ist ein Original. Absolut. Der Roland ist ein Original. Ja, der Roland, ich muss mal googeln, wer das ist. Jawohl, der Trollkommando Uwe fängt schon an zu singen. Döp, 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 Johnny, döp, döp. Jawohl, so muss das sein. Gibt's wieder, am 5. Oktober gibt's das wieder. Danke für die Warnung. Gibt's Johnny, döp, 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 mit dem Roland. Versprochen. Und sogar per Livestream. So. Ich stoße jetzt mal eben kurz mit der Toilette an, denn ich denke... Du stößt mit der Toilette an? Ist der schon schlecht oder heißt da jetzt einer in deinem Chat so? Diese ist durstig. Das war gut, das war echt gut. Da kann man, also finde ich schön, dass man so lachen kann. Antidepressiver schreibt, kennst du die Amigos? Na freilich, der Bernd und der Karl-Heinz, na klar. Ja, die Amigos. Von denen habe ich mal vor einer Weile eine Fernsehwerbung gesehen. Also gut, wir werden alle nicht jünger, aber ich habe mich schon gefragt, hat die Zombie-Apokalypse jetzt schon angefangen? Bernd und der Karl-Heinz, die wunderbaren Amigos. Ich kenne sämtliche Lieder von denen. Ich kann jeden Titel von hinten bis vorne mitsingen, also... Ja, aber wenn man Lieder von den Amigos rückwärts abspielt, das sollte man nicht machen, da beschwört man Dämonen. Gut, wenn man sie vorwärts abspielt auch, also das nimmt sich nicht viel, aber trotzdem, also das Risiko würde ich nicht eingehen. Die kenne ich viel zu gut, die Amigos.
Ja. Die machen auch tolle Musik, die Amigos. Gut, dann meint er andere Amigos als die, die da neulich in der Fernsehwerbung gelaufen sind. So. 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 Lebenshilfe Maverick schreibt, wie geht's Roland von den Moonlights? Ja, von den Moonlights. Den geht's natürlich gut, den geht's super. Den geht's super, der brennt schon da drauf, der ist schon ganz heiß auf die Michaelis Carver Fürth. Er wird viermal dort auftreten mit seinem Keyboard und das wird richtig cool. Und ich werde auf jeden Fall da sein, alle vier Male. Und dann reißen wir die Hütte ein. Also irgendwie klingt das jetzt so, als wäre dieser Roland von den Moonlights ein Alleinunterhalter. Aber wer sind dann die Moonlights? Das verwirrt mich jetzt. Ich muss wirklich mal, erinnert mich dran oder lasst es, damit ich es vergesse. Da muss ich es nicht verdrängen, googeln, wer das ist. Und wieso denke ich jetzt bei Alleinunterhalter an diesen Typen, der sein Mikrofon verschluckt hat? Kennt ihr das Video? Mit ihm. Absolut. Ja, also sollte dieser Roland von den Moonlights jetzt auch mein Live-Video hier gucken. Servus, lieber Roland. Freue mich schon. Wir rocken das Ding. Ja, deine höchste Stimmungskanone kommt bitte. Halt's mal ein. Und damit's mit dem Titel von die 13 Mosen was wird, ne? Müssen wir anstoßen. Jetzt hätte ich ja fast Lust, mal zu gucken, ob es ein Video gibt, wo er mit diesem Roland auf irgendeiner Feier ist, aber da müsste ich dann wahrscheinlich die Musik irgendwie unkenntlich machen, allein schon, um euch zu schützen und mich. Und natürlich auch wegen Urheberrecht. Aber in erster Linie zum Schutz der geistigen Gesundheit, natürlich. So, jetzt gehen wir mal wieder rein zu euch in die Kommentare. Also manchmal hängt dieses Ding sich hier auch auf. Ja, das hat zu viel Schlager gehört. Da hängen sich Geräte und Leute gern mal auf, weil kann man ja niemandem antun. Ne? Ist ja furchtbar. Also hör mal auf jetzt. So. So, Dalla. Ich lese mich einfach querfeld durch. Ja, mach das mal. Wurstleber schreibt und zwam Rebecca Wing. Ja, die Becky natürlich, ganz klar. Ist ein ganz liebes Mädchen, macht auch super Videos und ich verehre dieses Mädchen auf Teufel komm raus. Ja, die ist auch die Nettigkeit in Person und vielleicht wird sie ja noch was. Vielleicht hat sie mit mir einen... Kommt jetzt das, was ich befürchte? ...einen herzensguten Mensch gefunden, der vielleicht ihr Crush wird. Jeder weiß, was ich damit meine. Ja, garantiert. Doch, ja, denke ich schon. Aber wollen wir es ja nicht verschreien, wollen wir es uns ja nicht verschätzen? Es muss ja sie wollen. Na? Ja, aber immerhin, ne? Also, er lässt ihr die Wahl, nicht so wie gewisse andere Leute. Ja? So. Schauen wir mal. Kennst du Club 3? Na klar, Florian Silbereisen, Jan Smith und Christoph. Wie ging der Titel? Und zwar das... Wollen wir wissen, wie der Titel geht? Oder anders gefragt, weiß jemand, wie der Titel geht? Wenn ja, schämt euch. Leben tanzt Zitaki auf die Liebe, die Hoffnung und den Wein und das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt Zitaki. Oder Schlager ist geil. Zitaki, das ist doch dieser griechische Kampfsport, oder? Ist so mega hammergeil. Das geht ab und das kommt rüber. Und wir singen immer wieder. Schlager ist geil. Ach, ich könnte noch so viele Lieder von Club 3 anfangen zu singen. Ja, könntest du, aber es wäre nett, wenn du darauf verzichten würdest. Also, du musst uns das nicht beweisen. Ich glaub's dir sofort. Jederzeit gerne. Glaube ich dir das, aber
den Beweis, ne? Also ich vertraue dir da völlig. Ich glaube nicht, dass du ein Lügner bist. Also wechsel lieber das Thema. Unfassbar. Und Club 3, einfach Kanone. So. Na, wie ist weiter? Dann schreibt der Torben Analdiener, ich bin... Die haben ja schöne Namen bei ihm im Chat. Torben Analdiener, doch schön. Anita Hofmann verliebt. Da muss ich dich leider enttäuschen, lieber Torben. Die Anita Hofmann ist leider schon verheiratet. Ja und? Man kann sich doch auch scheiden lassen. Außerdem, wir haben, gut, das war, glaube ich, 2022. Wir haben jetzt mittlerweile 2024, also wenn ihr das seht habt, ne, egal. Auf jeden Fall, wir haben das aktuelle Jahr, das sind doch 3x, 4x, 5x Beziehungen, gar kein Problem mehr, oder? Wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne mal hier auf meinem Kanal durchforsten. Ich habe die Hochzeit von Anita Hofmann nämlich gefilmt, ich war nämlich dort mit eingeladen. Echt jetzt? Okay. Also... Gut, ich kenne die jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, das ist auch so eine Schlager-Uschi. Ja, aber cool, oder? Da wird er eingeladen. Der wird zu feiern eingeladen. Es gibt einen anderen, der wird nicht mal zu seinem eigenen Geburtstag eingeladen und er wird bei Leuten zur Hochzeit eingeladen. Ist doch geil. Ja. Also, diese Frau ist leider schon vergeben. So. Und das auch glücklich. Warte, bis sie den Torben sieht. Dann schmeißt sie ihren Macker sofort weg. So. Jetzt schauen wir mal, was ihr hier noch so schreibt. Ja, schauen wir mal. Zeig mal. Warum filmen die eigentlich alle nicht quer? Das ist furchtbar. Die Stimmen der Vernunft. Die hat hier nichts was zu suchen. Es geht um Schlager, ne? Also bitte. Mit der Frieden, Freiheit und Selbstbestimmungstaube schreibt, stimmen die Inzestgerüchte von den Amigos? Also so... Im Prinzip kann ich es nicht sagen, weil ich pflege zwar mit den Amigos sozusagen einen guten Kontakt, aber ernsthaft? Jetzt nicht so einen ganz engen Kontakt, dass die mir zusammen alles erzählen, welche Gerüchte wahr sind und welche nicht. Keine Ahnung, um was es geht. Was für Inzestgerüchte? Mann, das sind doch Brüder, oder? Ich habe jetzt ganz übles Kopfkino. Na? So, dann haben wir als nächstes der Torben Arnal schreibt, kennst du die Flippers? Ah, die Flippers. Ich habe die Flippers geliebt, Alter. Ich habe die so geliebt. Dass ja, Flipper war noch cooler als Lassie. Oder meint er nicht die Sendung mit dem Delfin? Das waren einfach tolle, tolle Jungs. Echt, das waren die Flippers. Ich werde die auch nie vergessen. Ich habe sämtliche CDs hier bei mir zu Hause von denen. Sogar noch uralte und zwar mehr Radiokassetten. Radiokassetten? Was sind denn Radiokassetten? Meint er, diese. Echt, ist ja schon so alt? Also, mir kommt das vor, diese Zeit, wo man noch am Kassettendeck vorm Radio saß und dann versucht hat, ein Lied aufzunehmen. Was ganz selten geklappt hat, weil entweder es wurde nicht angesagt, also man hat den Anfang verpasst. Oder gegen Ende hat dann dieser hundsdämliche Moderator angefangen, seinen Blödsinn reinzuquatschen und die ganze Aufnahme war versaut. Also mir kommt das vor, als wäre das so 100, 200 Jahre her und er ist jetzt 25. Gut, kann natürlich sein, dass die da in Erlangen ein bisschen hinterherhängen. Haben die doch Sommerzeit oder so? Ich weiß es ja auch nicht, aber ach, komisch, seltsam. Aber ich noch zu Hause, also... Die Flippers, wir sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers.
Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Liebe fest? Ja, dann wären sie irgendwelche Leute, die irgendwo anders arbeiten müssten, wahrscheinlich. Ja, das merkt ihr uns, das sind Lieder, die gehen einfach ins Ohr. Ja, leider. Mir wäre auch lieber, wenn die irgendwie am Trommelfell direkt abprallen würden. Dass das gar nicht erst reinkommt und man überhaupt nicht mitkriegt, ach guck mal, da war gerade ein Lied, das wollte bei mir rein, damit ich es höre, sondern wirklich so ein Schutz. Okay, da kommt Schlager. Keine Chance. So. Wir haben ja, was haben wir denn Schönes? Erzähl doch mal. Hä? Der C. Twetson schreibt, alles Gute, lieber Leon, mögen alle deine Träume in Erfüllung gehen. Ja, das hoffe ich wirklich auch, dass sich all meine großen Träume endlich mal bewahrheiten. Schließen die mit ein, dass Alexander Holt bei dir vorbeikommt und diesen Treiber einsperrt? Ich glaube, da wird nichts draus. Ja. So. Irgendwie habe ich gerade so einen kleinen Flashback. Kennt ihr noch die Käferbande? Die haben manchmal, damals, als es sie noch gab, und als sie über unseren Lieblingsbumsti-Videos gemacht haben, seine Videos etwas langsamer ablaufen lassen, um zu simulieren, wie er rendert. Und dieses, ja, diese Pausen zwischendrin, daran erinnert mich das. Also, wenn er da liest, ja, man hängt da immer ein bisschen in der Luft. Es ist schöner, wenn er erzählt. Mir dann schreibt hier einer, der nennt sich Kirche des gesunden Menschenverstandes, schreibt. Kirche und gesunder Menschenverstand. Schließt sich das nicht gegenseitig aus? Oder ist das jetzt nur meine spontane satanisch-luziferische Vermutung. Oder du gehörst öffentlich mit Restmüll beschmissen. Also mal ganz ehrlich, jetzt mal, wie krank muss man sein und soll man jetzt hier schon beleidigend werden? Also bitte, ein bisschen mehr Anstand hier. Und wenn man erwachsen ist, sollte man eigentlich jetzt mal im Gegensatz und zwar mir gegenüber einem 25-Jährigen eigentlich und zwar mein positives Vorbild sein. Ja, keine Ahnung, ist der erwachsen? Vielleicht ist das auch ein 13-Jähriger? Wenn wir so gesagt haben. Und ich werde all solche blöden Kommentare auch gar nicht mehr vorlesen. Am besten direkt anzeigen. Also nicht mehr heute, weil heute hast du Geburtstag. Morgen feierst du, hast ja gesagt, die 2 Tage, ne? Da machst du das nicht, aber danach ab direkt zu Carsten Stahl oder... Ah nee, anzeigen muss er bei der Polizei, also Inspektor Columbo dann. Ich lasse mich doch nicht ärgern. So. Jetzt schauen wir mal, was ihr hier noch so schreibt. Der Schwengel Schwadron schreibt. Das ist ja auch ein sehr schöner Name. Ich liebe dich, Leon. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Vielen Dank. Das höre ich total gerne. Total gerne. Und das baut mich auch total auf. Ja, das glaube ich. Sowas würde ich auch gerne mal hören. Höre ich natürlich nie. Warum auch? Nee, aber mir ist er im Moment auch deutlich lieber als unser Bumsli und diese komischen abgebrochenen Schrumpfgermanen. Und wen hat man da noch? Ach ja, den Kristalli und den Marvin. Also von den ganzen Kaspern ist er mir der Liebste bisher. Dann schreibt der Üffes, schreibt mir... Der Üffes? Ernsthaft? Üffes? Hast du die Becky schon mal in echt getroffen? Also da muss ich hier klipp und klar mal gestehen, in Realität bin ich ihr noch nicht begegnet. Einmal bin ich ihr begegnet, hab aber und zwar... Okay, du bist ja noch nie in der Realität begegnet, aber einmal bist du ihr begegnet.
War das dann im Traum oder war das auf einer Astralreise? Oder in einer virtuellen Welt? Vielleicht? Bei Fortnite? Und dann hast du es über den Haufen geschossen? Ja, auf den ersten Blick nicht erkannt, dass ich es war. Also, Ja, aber dann bist du ihr ja in der Realität begegnet. Aber da war ich auch mit den Gedanken woanders, weil ich kam da halt frisch von der Arbeit und dann bin ich nach Hause gegangen und da war sie halt. War das eins? Ach komm, ich zähl das. In der Stadt, wo ich wohne, zu Besuch. Und habe ich sie gesehen. Ich war mir aber dann unsicher, ob sie es auch ist. Und da war ich zu schüchtern, um sie anzusprechen. Und dann war der Gedanke auch wieder ganz schnell verflogen. Aber ich habe vor, jetzt demnächst auch mal nach Hamburg zu fahren. Und auch einmal, weil ich bin ja ein treuer Abonnent der ersten Stunde von Rebecca Wing und schaue die auch gerne. Und ich möchte der halt auch jetzt einmal zeigen, wer steckt eigentlich auch hinter den netten Kommentaren und wer gibt sich die Mühe und wirbt sogar noch für ihren Kanal. Also macht sich keiner die Mühe und ich habe mir die Mühe gemacht und den sollte sie eigentlich kennenlernen. Und so eine Stimmungskanone wie mich, der Party schmeißen kann, der uns zwar ein ganzes Bierzelt zum Aufstehen bringt und zwar, dann kann man nichts falsch machen. Auch ein Bierzelt zum Aufstehen bringen ist eigentlich kein Problem. Man muss es halt nur anzünden. Da sind die Leute aber ganz schnell auf den Beinen. Aber ich glaube, er meint das jetzt anders. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, was schauen wir denn? So. Wie? Dann haben wir von euch. Mein Gott, hier kannst du. Kommen überall schon die Kommentare, die ich schon vorgelesen habe. Mensch, Mensch, Mensch. Wie kommen die Kommentare jetzt doppelt? Mir schreibt ein Auftragsmobber Jagdwurst, kann ich dir ein. Auftragsmobber Jagdwurst. Also die Namen bei ihm sind echt schön. Eine PS5 schenken. Also ihr dürft mir natürlich freilich Fangeschenke machen. Und was es ist, ist mir relativ wurscht, weil ich weiß, dass es von Herzen kommt. Es muss auch, aber dann auch wirklich von Herzen kommen und auch geschenkt sein. Ich glaube, die PS5 kommt dann eher von Amazon. Oder du lässt ja eine Switch schenken, die kommt dann vom Leifelsburschen. Ne? Da muss ich mich drauf verlassen können, weil ich gehe halt jetzt auch ein bisschen auf Nummer vorsichtig, weil ich es schon erlebt habe, dass. Er geht auf Nummer vorsichtig. Ja, finde ich gut. Da mir welche angeboten haben, ich schenke dir was, sozusagen, und darf ich dir was schenken? Und ich habe ja gesagt und dann hatte ich das bei mir und dann und zwar wurde ich und zwar mit Anzeigen gekillt und zwar mit und zwar ich hätte das Zeug gestohlen und solche Geschichten. Also. Nö, das ist nicht nett. Ach, haben sie bei dir das auch abgezogen, was hier Basegod quasi bei, ihr wisst schon, wem gemacht hat, mit irgendwelchen gefakten Bestellungen und so. Nö, das ist nicht nett. So, deswegen gehe ich da auf Nummer vorsichtig, ne, dass ich da wieder in den Falle tappe, aber wenn ihr mir was schenken möchtet, jederzeit. Ich freue mich über jedes einzelne Geschenk und jedes einzelne Geschenk wird auch einen Platz bei mir finden. So, in diesem Sinne, passt auf euch auf und wir hören uns einfach nachher wieder. Ja, da hat er, das war jetzt, glaube ich, der erste Teil. Ich hatte es ja, hat's ja gestern schon gesagt, ich hatte es zusammengefasst zu einem Video und dann geschnippelt, deswegen haben wir jetzt so eine kurze Pause drin. Ich bin schon sehr gespannt. Ach ja, wir hatten ja eigentlich auch die Vermutung, dass die Lampe eventuell sich nochmal meldet. Kurzen Da ist er schon wieder. Schnaufpause, die habe ich jetzt auch wirklich gebraucht. Ich war ja schon wirklich locker 40 Minuten am Quatschen. Ja, in etwa. Der erste Teil ging etwa 40 Minuten. Und das war jetzt wirklich lang. Und ich habe auch gemerkt, dass dann so langsam auch das mache ich alles übers Handy. Und ich habe gemerkt, das Handy wird warm und zwar, so, jetzt bin ich wieder on air. Achso, das Handy wird warm und zweitens uns warm. Ja,
Ja, also wenn Handys warm werden, dann uns warm. Hat eine kurze Störung gegeben, aber ich bin wieder da. So, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, es hat eine kleine Anekdote gegeben von meinen Eltern, weil der Geburtstag ist noch nicht rum. Ich konnte jetzt leider vorhin im letzten Livestream nicht auf alle Fragen eingehen und auf alle Kommentare eingehen. Das waren echt so viele, ich bin echt kaum noch hinterhergekommen. Das verzeiht mir, aber ich werde mir sobald ich jetzt dann die Zeit dafür finde, werde ich mir die ganzen Kommentare nochmal anschauen, werde sie mir rausschreiben und werde dann einen persönlichen Livestream nochmal darüber machen, gegebenenfalls ein separates Video drüber und dann beantworte ich all eure Kommentare ganz, ganz natürlich. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, dass ihr mir gratuliert habt zum Geburtstag. Ich finde es echt top, dass ihr einfach so hinter mir steht und so super und zwar immer für mich da seid, ist da einfach der Wahnsinn. Ja, okay, also die Also die meisten Kommentare, die du jetzt vorgelesen hast, würde ich als Trollerei einschätzen, aber ja, okay. Man ist ja auch irgendwie schön. Er wird zwar getrollt, aber merkt das dann nicht und fühlt sich dadurch gut. Ja, okay, ne? Ist irgendwie auch wieder nice. Ja, genau. So, ich würde sagen, ich habe ja Geburtstag, ich stoß auf euch nochmal an, auf mein wunderbares Leben. Auf eine wunderbare YouTube-Community, die ich habe. Auf die lieben Menschen. Ja. Ich habe aber auch liebe Menschen. Auch bei YouTube. Und auf meinem schönsten Tag. Hab nur kein Bier da. Weil ihr wisst, in Riedrote gibt's nur Doppelkorn. Würde ich sagen. Ganz wichtig, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich muss ein paar. Ganz wichtig, also wir schreiben das jetzt besser mit, deswegen habe ich pausiert, damit ihr alle Zettel und Stift holen könnt. Zuschauer grüßen. Okay, braucht er dann doch nicht notieren. Es liegt mir sehr am Herzen. Als allererstes möchte ich den Zuschauer, meinen besten Freund, Mike Morgenrot grüßen. Hallo. Moment. Das ist dein bester Freund und der heißt mit Nachname nicht Elektronik? Junge, was stimmt mit diesem Kumpel nicht? Bei dir heißen doch alle irgendwie Elektronik oder Platine oder Kabel oder Ader-Endhülse. Was stimmt mit diesem Morgenrot nicht? Ist das wirklich ein Freund? Bist du dir da ganz sicher? Hallo, lieber Mike. Ich grüße dich ganz lieb. Du darfst auch jederzeit kommen. Also zu seiner Feier, ne? Nicht was ihr jetzt eventuell denken mögt. Nein, er meint, er ist eingeladen, bei der Feier zu erscheinen. Der ein oder andere, mehr oder weniger, da kommt es doch echt nicht drauf an. So. Das stimmt. Also, wenn 8 besoffen werden, werden auch 10 besoffen. Dann möchte ich den Urbex Elektronik grüßen. Servus. Ja. Siehste, das ist ein Freund. Der heißt wenigstens Elektronik mit Nachnamen. So gehört sich das. Und jetzt war ich auch endlich mal clever genug, hab mir den Namen notiert. Der wird dann bei Gelegenheit mal gegoogelt. Wer weiß, vielleicht macht er auch schöne Videos. Er hat ja noch irgendwie einen Kumpel erwähnt, der angeblich auch Videos macht. Ja, dann schauen wir mal. Servus Urbex, ich grüße dich auch. Na, wir sehen uns ja morgen sowieso. Dann grüße ich den Halbleiter. Halbleiter, ist das die rechte oder die linke Hälfte der Leiter? Natürlich lieber Halbleiter. Ich grüße dich. Eins, zwei, super. Geht's richtig ab. Und morgen lassen wir's krachen. Dann möchte ich den Tom grüßen. Nachname von Tom? Kabelschuh? Den habe ich auf dem Nürnberger Volksfest. Nee, Tom Thyristor, das würde doch passen. Oder Transistor von mir aus. Wenn er ein bisschen kleiner ist, Transistor, wenn er größer ist, Thyristor. Ja, oder Tom Transformator, das wäre doch mal ein Name. Schlag ihm das Wort, Tom Transformator. Oder, wie man in Bayern sagen würde, der Trafo-Tom. Ist Kennergland. Und
den grüße ich auch. Den Tom und seine liebe Frau grüße ich ganz, ganz lieb. Die Frau Transformator. Liebe Grüße. Und das wird noch affengeil. In Fürth lassen wir es krachen. Dann drehen wir ein richtig geiles Video und da hauen wir alles raus, was geht. Ich ahne Schlimmes. So. Genau, so. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden vergessen. Den Kurt Kabel hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. So, den ich grüßen soll. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was ihr hier mir so reinschreibt. Aber lies jetzt bitte ein bisschen schneller und laut vor. Also. Geht ja schon wieder gut los hier. Also. Willkommen zurück, Leon. Ja, absolut. Irgendwie spannend hat die Technik gerade dann da noch gesponnen. Das war wirklich Ärger. Nein, ich habe keinen Ärger bekommen. Natürlich nicht. Und, aber ihr wisst ja, man hat Geburtstag und dann gibt es noch diese Anekdote, dann diese Anekdote. Dann wollt ihr... Ja, dann erzähl doch mal welche. Jetzt gerade noch einmal besprochen werden. Wie wird es morgen jetzt nochmal ablaufen? Gäste kommen, Gäste essen und trinken, es wird Schlager gespielt, die Nachbarn beschweren sich, die Polizei kommt, Gäste gehen wieder. Was muss man da groß planen? Und so habe ich gesagt, das machen wir nachher. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal um den Livestream, weil es gibt auch noch genügend Leute, die mir gratulieren möchten. Und deswegen, da möchte ich mir jetzt auch die Zeit für nehmen. Und habe gesagt... Ach, deswegen streamt er zu seinem Geburtstag. Von der Idee her ist das nett. Also der scheint... Gut, also es gibt ja Leute, die sagen, der wäre auch so ein bisschen, ne? Aber so von der Art her scheint er doch ein ganz netter Kerl zu sein. Dachte, ich komme dann später mal raus zu meinen Eltern und dann besprechen wir nochmal den genauen Fahrplan für morgen. Den Fahrplan. Liest du ihm den Fahrplan dann auch vor? Mit jeder Haltestelle. So wie uns neulich. Wobei, da hast du ja die einzelnen Haltestellen, hast du nicht erwähnt. Und auch nicht die Uhrzeiten. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Genau. So, also Ärger habe ich keinen bekommen. Wenn ich Ärger bekommen hätte, dann wäre es ja... Dann würde ich mich auch nicht mehr live melden, weil dann wäre ich durch. Ja? So, okay. Es hat aber keinen Ärger gegeben, deswegen alles gut. So, meine Leute... Die Cornelia Twetzen. Na klar, mache ich das. Liebe Cornelia Twetzen, ich grüße dich, meine Liebe. Schön, dass du auch mit dabei bist. Jeder, der übrigens, wenn er jemanden grüßt und winkt, mal zurückgewinkt hat oder gewunken. Sag mal jetzt gewinkt oder gewunken? Okay, wir einigen uns auf er wunkte. Genau. Also jeder, der wunkte, darf sich mal melden. Denn ich wunkte eben. Danke. Vielen Dank. Und von mir natürlich ein Smiley mit Herzaugen zurück. Die liebe Jana aus Kassel schreibt... Ach, die ist auch wieder da. Leon, Nachrichten liest du keine, ne? Zum Wohl. Jawohl, zum Wohl, Jana. Lebenshilfe Maverick Prost schreibt er. Jawohl, Prost. Steffio schreibt, du bist der Beste. Auf dein Wohl. Jawohl. Du brauchst unbedingt Mods, Leon. Ja, das stimmt. Ich werde aber alles nach und nach aufbauen. Na, wir kriegen das hin. Ja, ist kein Ding. Cornelia Twetzen, ich stoße auch mit dir an. Gerne. Rail Angel, danke fürs Herz. So. Der Zwingelwingel. Leon, du bist der Beste. Bleib so, wie du bist. Das bleibe ich auf jeden Fall. So.
Och komm, nur erzähl doch wieder was. Das ist viel schöner. Cornelia Twetzen schreibt, das ist lieb von dir, Leon. Du bist so aufmerksam. Ja, das stimmt. Ich bin sehr aufmerksam. Genau, ja, habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe alles durchgelesen. Jetzt schauen wir mal nach unten, was ich so getan hat. So. Ei, ei, ei. So, da. Dann schreibt der Andi K., wieso grüßen Sie mich nicht? Ich bin Ihnen doch bisher zuvorkommend entgegengetreten. Sorry. Also, das war keine Absicht, dass ich dich nicht gegrüßt habe. Deswegen hol mir das jetzt aber ganz flott die Kalorie nach. Lieber. Er holt ganz flott die Kalorie nach? Andi K., ich grüße dich von ganzem Herzen. Ich find's toll, dass du da bist und ich bin stolz drauf, dass du so zuvorkommend bist und so ehrlich bist. Absolut. So. Ja, ihr habt gedacht, das hätte ich verpasst, ne? Nee, ich hatte nur gerade die Hand war beschäftigt. Nein, ich sag euch nicht womit. Und ja, es war jugendfrei. Was ihr immer denkt von mir, also. Schauen wir mal. Der Öffes schreibt mir, Becky wird dir gehören und du wirst ein starker Busfahrer sein. Danke. Absolut. Der liebe Elvin Civil, U-Bahn-Bus, Tram-Fan 0911. Ey, mein allerbester. Mensch, haben uns ja arschewig nicht mehr gesehen. Und er schreibt mir jetzt, Leute, das ist der Oberknaller. Also, das, sowas macht mich schon stolz. Der schreibt, ui, heute mal live. Na klar, lieber Elvin Civil. Ja, er hat ja Geburtstag, da muss er live. Also, Leon, im Moment zieht sich das ein bisschen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. U-Bahn, Bus, Tram, Fan 0911. Natürlich, ganz klar. Ne? Und du bist einfach real, Leon. Natürlich bin ich real. Schaut her, ich bewege mich. Ich bin live für euch da. Also, das ist alles live. Da ist nichts zum gespielt oder zum geschnitten jetzt. Alles live und echt. Ja, denn wenn das eine Aufzeichnung wäre, könnte er sich nicht bewegen. Man erkennt daran übrigens auch den Unterschied, ob das der echte Leon ist oder der originale Leon. Der echte Leon bewegt sich, der originale nicht, glaube ich. Oder war das jetzt umgekehrt? Wer es nicht glaubt, der kann hierher herkommen, der kann mich anfassen, der kann mich umarmen. Also, ich bin echt. Also auf das Kommentar mal zu kommen. Mensch, ich drehe am Rad mit diesem Internet. Ich weiß es jetzt mal, sieht man die Kommentare dann wieder nicht? Also das ist schon irgendwie schon ganz witzig hier. So. Jawohl. So, lesen wir mal weiter. Der Lebenshilfe Maverick schreibt, was sind das eigentlich für schlimme Nachbarn, die du hast? Also ich sage mal ganz so, ganz schlimme Nachbarn. Es fängt an, ich habe einen Nachbarn, der wohnt im Erdgeschoss auf der linken Seite. Also auf der gleichen Seite wie ich. Ich wohne im zweiten Stock. Hat man natürlich einen schönen Blick natürlich. Ich liebe ja schöne Aussichten. Und Moment, Leon. Meinst du mit zweiten Stock oder ersten Stock? Weil manche Leute kriegen das ja nicht so ganz auf die Kette, was jetzt der erste und der zweite ist. Also du wohnst quasi nicht direkt über dem, sondern noch eins drüber, ne? Das wäre der zweite. Im Erdgeschoss, das heißt von mir, wenn ich jetzt von mir aus hier zwei Stockwerke runtergehe,
Da ist dann unser Nachbar. Okay, gut. Also zweiter Stock ist korrekt. Der ist so schlimm, Leute. Der ist wirklich schlimm. Der ist ein Spion auf der schlimmsten Art und Weise. Ein Spion? Für wen spioniert er? Für die Russen? Für die Chinesen? Nordkorea? Der hat dann zwar hinter seinem Küchenfenster eine Kamera, eine Überwachungskamera mit Nachtsicht aufgestellt, die die öffentliche Straße und den öffentlichen Eingang filmt. Überwachungskamera, die die Straße filmt. Ist das irgendwie in Franken so ein Ding? Da hatten wir doch schon mal einen Fall, oder? Ohne Genehmigung. Der hat... Ich glaube auch kaum, dass man dafür als Privatperson eine Genehmigung bekommt. ...in seinem Schlafzimmerfenster eine versteckte Kamera aufgestellt. Der hat im Keller Abhörwanzen. Ernsthaft jetzt? Junge, was ist mit den Nachbarn los? ...versteckt, ja? Und egal, was man macht, sobald man zwar mit den Einkaufssachen nach Hause kommt, dann reißt er schon die Tür auf, wird beleidigend, droht einem und... Dann sucht er Stress und Streit, und wenn man sich dann mit ihm anlegt und dann fliegen wieder Wörter an den Kopf, dann rennt er wegen jeder Kleinigkeit zur Hausverwaltung und erzählt. Sag mal, Leon, du zeigst doch alles und jeden andauernd, ne? Bei Alexander Holt, Barbara Salisch, Axel Stoll, nee, Quatsch, nicht Axel Stoll, Carsten Stahl, gut. Keine Ahnung, gibt's da einen Unterschied? Ja, ne, ich glaub schon. Zeig doch mal den Nachbarn an. Kameras und gerade wenn das stimmt mit den Abhörwanzen im Keller, da darf man nicht so wirklich, ne? Dann so Stories mit, und zwar, dass ich und meine Familie sind hier die Schlimmsten und wir würden bloß Krach machen und eigentlich die Ruhe lassen. Das stimmt nicht. Leon macht keinen Krach. Für den Krach sorgt seine Deckenlampe. Die macht Krach. Die spielt jede Nacht. Punkt. 3 Uhr Schlager auf voller Lotte. Und so weiter und so fort. Da erzählt er dann solche Lügen, die sind einfach nicht mehr witzig. Und der ist dann auch noch so schlimm geworden. Ja, so lass ich noch witzige Lügen ausdenken. Also bitte. Jetzt erwartest du aber ein bisschen viel. Guck mal, der hat das so eine Mühe, überall die Kameras anzubringen. Da muss er dauernd gucken. Kommt jemand nach Hause mit Einkaufstaschen? Und da hat er doch gar keine Zeit, sich noch witzige Lügen auszudenken. Du musst schon ein bisschen, mitdenken, dich in die anderen Leute reinversetzen, Leon. Dass er sogar als alleinstehender Mann, und das müsst ihr euch jetzt wirklich mal reinziehen, das ist der Oberknaller, und das kommt wirklich der Oberknaller. Dieser Kerl ist ein Rentner. Okay, er ist ein Rentner und steht allein. Und der besetzt, ohne Scheiß, Leute, der besetzt als Alleinstehender. Er ist alleine. Er lebt alleine. Ja, okay. Also ein Alleinstehender, der alleine lebt und Rentner ist. Gut. Lebt der in einer 5-Zimmer-Wohnung? Ja, und? Wenn er sie sich leisten kann, wo ist das Problem? Leon, manche Leute brauchen mehrere Zimmer. Guck mal. Gut, Küche, Bad wird ja, glaube ich, nicht als Zimmer mitgezählt. Was braucht man denn? Wohnzimmer? Esszimmer, Schlafzimmer, da hast du schon mal 3. Arbeitszimmer und Billardzimmer. Und dann ist der Rauchersalon, die Bibliothek und das Musikzimmer, ja, das musst du da alles in die Garage unterbringen. Ja, Leon, wie stellst du dir das vor? Die 5-Zimmer-Wohnung ist eigentlich sogar noch zu klein für den guten Mann. Ja, ihr hört richtig. Und der ist so ein Spion, da kannst draußen im Winter Minusgrade haben. Der lässt sogar im Winter seine Fenster spangelweit offen und versteckt sich jetzt damit irgendwelche Räume und startet einen Lauschangriff. Und sobald man sich draußen unterhält, schon stellt er sich nach draußen, so, Arme verschränkt, auf dem Balkon und glotzt raus und hört zu, was du quatschst, damit ihm ja nichts entgeht. Okay. Dann ist dem vielleicht auch ein bisschen arg langweilig. Ist das so einer, der auch alle aufschreibt, die falsch parken, oder? Komisch. Was würdet ihr mit so einem Nachbarn machen? Ich glaube, ich würde mir dann Leute beiholen und mich öfter mit denen unterhalten, so dass er es hört. Dann in irgendeiner Fremdsprache, die er nicht versteht.
oder über ihn reden, ohne den Namen zu nennen, damit er merkt, man redet über ihn, aber nicht so explizit, dass er quasi beweisen kann, dass man ihn meint. Und dann ein paar minder nette Sachen sagen. Dann gibt's auch solche, so einen Kriecher, wenn ihm da was nicht passt. Und sogar tagsüber, wenn ihm was nicht passt. Das braucht bloß, man braucht sich bloß jetzt vors Haus auf die Wiese setzen. Mit der Decke und die Sonne genießen. Schon kommt er raus, zückt die Kamera und macht unerlaubt Fotos. Und ja, und dann schickst du die Fotos an Richter Alexander Holt und das Problem ist gelöst. Wenn du es nur zwei dabei erwischst und dann hingehst und dann sagst, du löscht es jetzt wieder sofort, das habe ich dir nicht erlaubt, dann ist der so ein Kerl und der sagt dann, er hat doch bloß die Eichhörnchen fotografiert. Obwohl keine Eichhörnchen zu sehen sind und so weiter und so fort. Ja, vielleicht braucht er auch eine Brille und hält dich für ein Eichhörnchen. Könnte natürlich auch sein. Dann rennt er hier durchs ganze Haus und sammelt Unterschriften und mit dem Protokoll und zwar, er will das und zwar, dass ich und meine Familie und auch andere Nachbarn hier verschwinden. Wir sind die Unfriedensstifter und tralala. Klingt nach einem sehr lustigen Nachbarn. Sag mal, wie viele Parteien seid ihr in dem Haus? Tut euch doch einfach mal zusammen und sorgt dafür, dass der verschwindet. Wie wären das? Mobbing hätte sie hoch 10. Und dann hat er den Nachbar unten drunter von mir sogar angesteckt. Der kommt schon wegen jedem kleinen Schieß auf. Mir braucht bloß und zwar mal was aus der Hand fallen und zwar mal auf den Boden fallen aus Versehen. Schwuppdiwupp steht er oben und zwar mal macht und blablabla. Ach, der kann kein Deutsch, der kann doch. Kommt er vielleicht von einem anderen Planeten? Warum denke ich jetzt gerade an Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe? Also, und dann kaum ist das vorbei und schon ist er unten drin, 5 Minuten später. Man braucht bloß zusammen sich unterhalten. Sagen wir mal. Ah, jetzt wird's. Wenn er ein bisschen in Fahrt kommt, dann wird's richtig unterhaltsam. Man hat Besuch und man unterhält sich. Dann kommt er wieder hoch, jetzt wird er aufgehört, sich zu unterhalten und das Lachen ist verboten und da. Lachen verboten? Okay, klingt nach einem sehr sympathischen Nachbarn, ja, auf jeden Fall. Wohnst du irgendwie bei Hausmeister Krause oben drüber oder so? Und das müsst ihr euch mal geben. Und das alles tagsüber, wo noch nicht einmal eine Ruhestörung begangen wird. Ja, sei doch froh, stellt er vor, der klingelt dich nachts um 4 aus dem Bett und sagt, ja, ne, denk dran, Lachen verboten, also nichts Lustiges träumen, junger Mann. Also, krank? Sag ich nur. Was man hier durchmachen muss, das ist unwiderstehlich. Es ist unwiderstehlich. Was gewisse Worte bedeuten, hast du auch noch nicht ganz so mitbekommen, oder? Und die oben drüber von mir, die sitzen mit dem unten drunter von mir und mit dem aus dem Erdgeschoss. Einfach zusammen. Ja, ich denke, deine Eltern wohnen oben drüber. Oder wie, oder was? Aber komplett miteinander. Wie so eine Bande. Okay, also alle gegen dich. Ja, dann bist vielleicht doch du zumindest ein Teil des Problems, eventuell. Nicht zwingend, aber eventuell. Und da gibt's keinen Tag, und zwar an dem es nicht kracht. Es kracht jeden Tag. Ob vor der Haustür oder woanders. Was? Das ist nur der Spiegel, Leon. Ah, ich geht eine Spinne. Ach so. Schlag sie tot und dann guck nach oben, wo ihre Leiche rumfliegt. Bei der Fliege hat's auch nicht funktioniert. Ah, Batsch. Eine Spinne. Alter. Halt das Vieh jetzt bloß nicht vor die Kamera. Puh, das war knapp. Da war eine Spinne. Und was war daran knapp? Wollte sie dich angreifen? Hatte sie ein Gewehr? Boah, ich hasse Spinnen. Ja, hassen. Also ich mag die Viecher auch nicht. Hassen ist jetzt zu viel gesagt. Ich finde die halt einfach Also sagen wir es mal so. Spinnen haben ihre Berechtigung in der Natur. Aber meine Wohnung gehört nicht zur Natur. Also, raus. Ihr bleibt draußen, ich bleib drin. Komm mal gut miteinander aus. Ich hab eine totale Spinnenphobie, ey. Okay. Es sollen aber lecker sein.
Vogelspinnen, wie Huhn. Gut, nochmal darauf zurückzukommen. Jetzt wisst ihr vielleicht, was da los ist. Und wenn ich darüber schon wieder nachdenke, da fange ich schon jetzt schon wieder das Kochen an, ich fange schon wieder das Schwitzen an. Ja, du kriegst auch diese hektisch roten Flecken an der Wange. Ach nee, die hattest du vorher schon. In diesem Sinne, und zwar bleibt und zwar alle anständig, ich melde mich gleich wieder und ich würde sagen, und zwar machen wir eine kurze Pause. Moment, das waren jetzt 3 Stück, oder? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis. Ja, toll. Da habe ich jetzt so scheiße geschnitten. Meine Güte. Gleich, Leute. Mal runterfallen, ich muss. Super, also. Hätte ich auch an der Stelle schneiden können. Jetzt haben wir noch 2 Minuten vom 9. Na, kommt, egal. Ich muss jetzt hier mal schnell kaltes Wasser über mich drüber fahren. Hoffentlich hast du das leise gemacht, nicht, dass der Nachbar gleich wieder kommt. Obwohl, das wäre vielleicht ganz lustig, wenn mitten im Stream der Nachbar aufploppt und anfängt rumzuplärren. Weil ich habe schon wieder gemerkt, und zwar wenn ich darüber erzähle, über diesen ganzen Aufruhr, was hier und zwar in dem Haus passiert, wo ich wohne. Dann wird es für uns unterhaltsam, deswegen mach bitte weiter. Ja, und dann habe ich noch im Hinterkopf mit den ganzen Hatern, und zwar, oh, da koche ich über und da koche ich richtig über und mir ist gerade schon wieder richtig heiß geworden und ich hatte zwar schon gemerkt, dadurch, dass ich mich wieder aufgeregt habe und davon erzählt habe, ja. Und wir wissen ja, wenn Elektronik zu heiß wird, dann glüht die Leiterplatte durch. Ist in mir wieder alles hochgekocht, aber ich bin jetzt zurück und ihr habt im vorherigen Video ja gewusst und zwar worum es geht, aber ich habe jetzt echt eine Pause gebraucht. Das hat mich jetzt so hoch geboxt, also das war jetzt schon wieder, wenn man drüber nachdenkt, was kommt als nächstes mit den Nachbarn hier? Also, es ist katastrophal, es ist unmöglich. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was ich hier alles schreibe. So. Hey, Leon. Och nee, nicht wieder weiter vorlesen, das ist doof. Ja, bitte? Gegen Vater helfen Moderatoren. Nach. Was, gegen Vater helfen Moderatoren? Was hat denn jetzt sein Vater damit zu tun? Moderatoren? Okay. Huhu. Deine Mutter war da? Helfen gegen Mütter auch Moderatoren? Nein, diesmal nicht. Diesmal habe ich selber schnell. Weil ich musste runterfahren, weil das mit den Nachbarn und so, das lässt gewaltig die Emotionen hochkochen. Das ist nämlich so schlimm, dass ich sage, und zwar, der braucht auch nur ein falsches Wort machen, und zwar, dann stoße ich den sogar die Treppen runter. Aber bitte querfilmen, ja? Nicht wieder hochkant. Es ist ganz schlimm mit den Nachbarn. Also ganz schlimm. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Momentan. Also, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Das ist momentan wirklich Katastrophe. Nachbarn. Ach, wisst ihr was, da muss ich erst einmal wieder einen Schluck drauf trinken, ey, also ich erzähle euch gleich noch mehr Stories, was die hier abziehen, diese 3 Nachbarn, das ist die reinste Schikane und so, wie so eine Kanone, die richtig an Bums hat. Aber einen richtigen Bums. Ja, das war's für heute. Ach Mensch, das ist ja schön. Da können wir uns darauf freuen, dass er uns morgen aber einen richtigen Bums über seine Nachbarn erzählt. Da werden noch ein paar Unzwams zusammenkommen, würde ich sagen. Oh, ich hatte ja schon befürchtet, also am Anfang, als er nur vorgelesen hat, beziehungsweise erstmal leise gelesen hat, das wird unfassbar langweilig, aber sobald er sich ein bisschen über was aufregt oder an was richtig Freude hat, also wenn bei ihm die Emotionen, ob positiv oder negativ hochkommen, dann wird's wirklich unterhaltsam. Ich freue mich auf morgen. Freut euch auch auf morgen? Ja. Ja oder nein? Ja, nun sag doch mal. Du ja, du ja, du ja, du nein, okay. Ja, dann würde ich sagen, harren wir der Dinge, die da morgen kommen. Und bis dahin, möge das mit euch sein. Und zwar.